Der Nikolaus ist da und wie immer gilt, je kleiner die Kinder, umso größer die Aufregung. Was glaubt ihr, was da geschehen ist? Dass der Nikolaus auch das ein oder andere christliche Symbol trägt, darüber regt sich hier in der städtischen Grundschule Olpen-Unterstadt aber niemand auf. Nein, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Wir leben hier mit sehr, sehr vielen Kulturen und es hat sich nie die Frage gestellt, ob wir da was ändern. Der Nikolaus ist für alle da, für alle Kinder da und es ist immer wieder schön zu sehen, wie alle Kinder gemeinsam sich auf den Nikolaus freuen, ja, und auch den Nikolaus feiern. Viele Kinder der Schule haben Eltern, die nicht aus dem christlichen Kulturkreis stammen und auch die nehmen keinen Anstoß an dem katholischen Brauch mit dem heiligen Nikolaus. Kritik ist keine zu hören. Nein, nicht mal das. Also ich denke, die Eltern gerade, was jetzt den Nikolaus angeht, freuen sich ja mit ihren Kindern. Und in vielen Familien wird doch auch ein bisschen gefeiert. Die Schule und der Nikolaus haben da ganz andere Sorgen. Gleich mehreren Kindern gibt der Nikolaus deshalb eine besondere Ermahnung mit auf den Weg. Es sei wichtig, jeden Tag zur Schule zu kommen. Das ist genau das. Es gibt natürlich verschiedene Kulturen, in denen Schule nicht unbedingt diesen Wert hat, den Schule für uns hat. Ja, und da muss man schon mal des Öfteren. Und wenn der Nikolaus denn auch noch darauf hinweist, dann ist das natürlich noch mal verstärkend. Der Nikolaus war da und nächstes Jahr kommt er wieder. Egal wie groß, klein, dick oder dünn die Kinder sind. Der Nikolaus hat alle Kinder lieb. Ja, das ist richtig. Es macht dem Nikolaus Freude, Kinder aller Kulturen zu beschenken. Dafür ist der Nikolaus auch da. Der macht auch überhaupt keine Unterschiede da. Hauptsache, die Kinder freuen sich über meinen Besuch. Und ich denke, das ist doch im Ende das, was wirklich zählt. Und Christian, Aisha, Ali und alle anderen zählen auch auf dich, lieber Nikolaus. Also bis zum nächsten Mal in 12 Monaten.